Recht herzlich willkommen zur 61. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Dralo hatte mir so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben. Ich muss noch ein Reaction Wheel einbauen. Ich habe die Federung bei den Stützen da ausgeschaltet. Unten hat er mir den Tipp gegeben, wie ich das besser mit den Luftleitblechen da mache. Und ja, dafür müssen wir jetzt mal gerade die Rakete laden. Ich habe... Wo ist er denn jetzt? Ach, Muna Alpha Load. So, da ist er. So, die soll ich erstmal abbauen. Das. Oder ne, machen wir mal nochmal dran, ne? Ja, komm, egal. Dann holen wir sie gleich aus dem Menü raus. Machen das richtig. So, jetzt soll ich erstmal vier größere bauen. Diese. So, das Ganze viermal. Ja, C ist der hier und nicht der hier. Hat er aber geschrieben, dass C der ist. Okay, dann ist das halt falsch. Jetzt ist das erstmal gut. So ist es passend. Die sitzen schon mal. So, dann brauche ich zwei Halter. Das sind die. Dann müssen wir hier wieder rückwärts. Von unten dran gehen. Passt. Und dann den Booster da dran. Ne, das sind Tanks. Booster ist da. Passt. Sieht dann auch gut aus. Da eine Kappe drauf. Haben wir hier. Wunderbar. Sieht schön aus. Gut, dann habe ich hier unten das Triebwerk wohl verstellt vielleicht. Ne, 100% ist noch, aber da muss ich immer aufpassen, das soll 100% bleiben, das muss ich ändern. Aber dafür muss ich auch noch das Staging ändern. Machen wir gleich, weil ich muss noch das Reaction Wheel einbauen. Das sollte unter die Batterie. Das Reaction Wheel finde ich, glaube ich, hier, oder? Ja. Ups. So, passt. Den wieder dran. Und dann kann ich mit dieser Taste diesen Tank dann auch bewegen. Okay. Und den soll ich so hoch machen, bis der Aero da drin ist. Gut. Ach so, und das Kehr soll ich abbauen, weil das jetzt automatisch da drin ist. Und die Antenne könnte ich nochmal auswechseln gegen die andere und die Spitze der Nase auch. Machen wir doch alles. Das ist die andere Antenne, die wir dann mal ausprobieren können. Und die Spitze kommt dann auch eine andere drauf. Aerodynamikteile sind da. Die mit den schwarzen wäre die. Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen... nee, das war jetzt verkehrt. Da muss ich erst hier umschalten, um das zu ändern. Dann muss ich nämlich nochmal höher... Gut. Schick. Naja, oder auch nicht. Die Füße habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich ja Unlock Suspension. Das muss wohl Lock Suspension heißen. Bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher, ob dem so ist. Das sieht gut aus. So, ich habe das Staging noch nicht gemacht. Das müssen wir noch machen. Die beiden Booster springen an. Ach so, ich soll auch noch zwei Startklammern da dran machen. Die waren hier. Dann machen wir die erst dran. Ich glaube, hier macht sich's gut, oder? Ja. Und das muss auch noch ganz unten. Das ist das Haupttriebwerk. Das sollte auch noch ganz unten. So, die starten alle. Die beiden Klammern sprengen den Tank ab, das ist richtig. Dann wäre der, da kann aber gleichzeitig der mit rein. Und hier oben ist genau das gleiche in grün. So, das wäre jetzt richtig. So, und jetzt können wir hier die Booster ändern. Machen wir mal so, 1,6. 1,5. Passt. So sollte es sein. Warte, jetzt speichere mal gerade die Rakete noch ab, oder? Ja, safe.
So, jetzt bin ich am Überlegen, der Dralo hatte so viel geschrieben, was ich machen muss. Das Reaction Wheel haben wir gemacht, das habe ich angemacht, die Antenne, die Spitze, das ist passend. Hier unten umgebaut. Der Vortrieb ist auf 1,5 gestellt, das ist da, passt alles, oder? Ich glaube ja. Gut, haben wir das. Ich schaue noch mal gerade rein. Sieht alles gut aus. Staging habe ich gemacht. Ich bin jetzt gerade etwas still, aber... Okay, die Barometermessung kann ich dann direkt auch auf der Startrampe machen. Der wird dann der Strom durch die Startklammern dazu gemacht. Ja. Wie das aussieht, ist das alles passend erstmal. Die Landebeine noch ein bisschen weiter nach unten verschieben. Ja, mit dieser Option hier, genau. Ja, okay, dann weiß ich aber jetzt gerade nicht, wo sie sitzen, ne? Mal gerade ranzoomen. Wo sitzen sie denn noch? Ich glaube, sie sind noch oben am Tank. Wird schon passend sein. Gut. Sieht ja alles cool aus, ne? Okay, ich glaube, wir saven das Ding nochmal. Wir haben Staging richtig. Wir haben hier 1,5. Ich glaube, das war's. Dann können wir eigentlich auf die Startrampe. Also, was mir einfällt, wir können nochmal zurück. Der Dralo wollte wissen, wo die Rettungsaktion, auf welcher Höhe die liegt. Da gucken wir doch mal gerade rein. Und das machen wir hier. Martha's Kapsel, das wird's wohl sein. Und die Dame fliegt, wo ist die Kapsel, da ist sie, auf 84.000 irgendwo. Wunderbar. Und hier haben wir noch zig andere Ziele, die wir angenommen haben. Die müssen wir da alle abklappern, oder was? Okay. Gut, dann ist das auch geklärt. Wunderbar. So, unsere Rakete müsste dann hier auf die Startrampe. Muna Alpha. Da ist die Muna Alpha. Einmal bitte auf die Startrampe. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch einen Flug in Orbit. Jetzt ist das das Barometer. Ja, weil wenn wir gestartet sind, können wir gleich den nächsten Test hier machen. Gut. Kurzer Check noch. Ach so, wir sind erstmal hier auf der Startrampe. Da muss man überhaupt erstmal machen. Das können wir gleich senden. Hier geht die neue Rakete auf. Und ja, so parabolmäßig ist die irgendwie so, oder? Ja. Funktioniert. Jetzt müssten wir gucken, dass wir ja, Sprit wieder kriegen. Das tut sich. Doch, bewegt sich langsam voran. Okay, das funktioniert also auch. Bin nur gerade am Überlegen, ob es dann wirklich von den Klammern kommt oder. Okay, da würde ich glaube die Klammer mit losmachen, dann würde meine Rakete daneben hängen. Ja, warten wir gerade, bis hier 100% sind, aber ich habe fast die Vermutung, dass das durch die Solarzellen bloß geht, oder? Aber ich kann mich auch vertun. So, sieht alles gut aus. Barometer haben wir erledigt. Saft ist gleich wieder 100%. 210 muss es sein. Und dann können wir starten, würde ich sagen.
Versuchen wir die Kiste nach oben zu kriegen, oder? Gut. Voll ist es. Und jetzt geht's los. Dann würde ich sagen, drei. Naja, wir müssen erstmal Schub geben, ne? Und so, das ist ja auch wichtig, ne? Habe ich gehört. SAS anmachen vielleicht. Schub ein bisschen mehr geben. War das nicht voll? Ich glaube, das war voll Schub. Und dann geht's los, oder? 3, 2, 1, go! Fliegt. So, jetzt kommen wir sofort. Das ist das Barometer, ist es das? Ja. Sofort den nächsten Scan machen hier. Aber den Keep Data. Gut, und dann müssen wir die Rakete auch schon ein bisschen steuern. Gut. Macht eigentlich einen ganz positiven Eindruck, das Ding. So. Da sind wir. Gut, 14.000 Meter haben wir schon. Wir schwenken noch ein bisschen ein. Die Booster können ab. Irgendwas ist da gerade passiert. Ich weiß aber nicht genau was. So, nochmal hier rein. 24.000. Ich glaube, jetzt gehen wir noch weiter rum. Wieso schwenken die wieder ein? Oh oh. Nee, nee. Stabilisieren bitte. Okay, das passt noch alles. Wir kommen auch noch höher. Ich glaube, wir können noch weiter umschwenken. Gut. Und jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir so, bis ich das waagerecht habe. Haben wir nämlich auch die Höhe erreicht wahrscheinlich. Oh. 76.000, das ist auch gut. Okay, geht wieder. Irgendwie war Staging doch nicht wohl 100%, ne? Das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nur den Orbit erstmal schaffen. Und dann sind wir schon zufrieden, oder? Ach so, wir könnten jetzt mal gerade gucken. Da ist es, ne? Ne, das ist falsch. Den machen wir auch. Nee, warte mal. Review Data. Muss aber gerade hier einmal reingucken. Okay, das passiert noch alles gut. Muss vielleicht noch ein klein bisschen korrigieren. Und dann können wir aber senden. Einmal senden, hier passiert ja nichts. Gut. Scan Data. Können wir auch nochmal senden. So, hier schnell reingeguckt. Perapsis kommt auch bald. Oh, die haut mir gerade ab, aber auf der anderen Seite egal, oder? So, da läuft's weiter.
Periapsis ist da. Mach mal geradeaus. Komm schon. Muss ich mal gucken, wie wir hier jetzt haben. 78. Oh, 455. Das ist schon viel. Aber auf der anderen Seite spielt gar keine Rolle. Wir wollen ja zum Mond, ne? Wir stürzen auf jeden Fall nicht mehr ab. Wir sind hier. Und ja, ich würde sagen, das ist erstmal eine ganz positive Geschichte, ne? Achso, okay. Ja, läuft. Ja, das ist unser Lander, ne? Haben wir den schon gemacht, oder? Ja, haben wir schon gemacht. Alles gut. Dann ist doch alles prima, ne? Wir sollten aber mal gerade gucken, dass wir eine Solarzelle in die Sonne kriegen, ne? So, läuft. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo das Thermometer ist. Da ist es. Haben wir hier schon Thermometer? Oh, guck mal, das geht auch noch. Dann mal los. Da gab es auch Punkte für, oder? Gut. 114.000. Solarzelle. Funktioniert erstmal hier nochmal hin. Können wir da noch was machen? Nein. Gut. Dann ist erstmal alles gut, oder? So, dann würde ich auch sagen, soll es für die Runde erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.